Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, was in einem Router so drin ist. Und zwar habe ich hier das von der Telekom, das Speedboard W503V. Das ist auseinandergelegt. 503V Typ C steht nochmal hier hinten drauf. So, dann nehmen wir einfach hier diese Plastikkappe ab. Die ist mit diesen zwei Schrauben befestigt. Die kommen hier durch und gehen dann hier drauf. Und ganz viele Clips hier überall, die gerne abbrechen. Okay, dann nehmen wir mal hier die Hauptplatine raus. Das hier vorne ist nochmal einfach nur so eine Kabel. Okay. So, ja. Hier haben wir dann nochmal den Telefonanschluss, DSL. Der ist etwas locker, ehrlich gesagt. Okay, viermal LAN, einmal Reset-Knopf, einmal Power-Anschluss. Dann haben wir hier noch zwei Telefonbuchsen. Hier oben ist der WLAN-Schalter. Ein und aus. So, ja, genau. Dann, was wahrscheinlich die meisten interessiert, ist, man sieht hier ziemlich gut. Hier einmal und zweimal. Die Anschlüsse kennt man auch vom Laptop. Das sind die Antennenanschlüsse. Da könnte man eine externe Antenne anschließen. Und die Antennen sind hier verlegt. Einmal hier und einmal hier. Sieht man auch auf der, nicht auf der Rückseite. Nein, sieht man echt nicht auf der Rückseite. Okay. Soviel zum Thema Antennen. Ich weiß nicht. Fokussierhopp. Will nicht fokussieren. Warum jetzt hier? Aussieht, wie wenn da schon einer dran rumgebastelt hat. Dann haben wir hier noch, das ist der Heat Spreader oder zumindest so irgendwie so ein Teil hier oben drauf auf dem Prozessor. Weil wenn ich das jetzt hier mal so drehe, sieht man, dass der Prozessor drunter liegt und das eigentlich bloß draufgeklebt ist. Ich weiß es nicht, warum oder wird wahrscheinlich einfach zur Hitze, zum Hitzeverteilung sein, weil das Ding wird trotzdem ganz schön warm werden. Ja, dann haben wir hier noch über Kondensatoren. Das heißen die Dinge. Ja, genau, und das war's dann schon zu dieser Platine hier. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.